So, was erwartet uns hinter dieser Tür? Nichts. Willkommen zum neuen Part. Wie viele Part ist denn das jetzt? 19, 11 müsste das sein, ne? Genau. Da 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 da. Mann, ich hab die ganze Zeit diese blöde Hyrule-Tempel-Musik im Kopf. Ich weiß nicht, was der Scheiß soll. Jetzt habe ich gleich überstürzt angefangen. Das ist natürlich eine blöde Entscheidung gewesen. Oh, ups. Jetzt bin ich aus dem Dach raufgekommen. Ich bin noch ein Arschloch. Das wollte ich nicht. Ich habe auch einfach nach unten gedrückt. Ach, manchmal wollen mich Spiele einfach trollen. Ist aber nichts Neues. Sind da welche, die ich von hier so wegsnipen kann? Ey, aber fett designt, oder? Das ist ein eindeutiger Pluspunkt in dem Spiel. Ey, man kann sogar lesen, was da drauf steht. Stehen da. Normandy? Das ist wahrscheinlich irgendein Easter Egg oder so. Würde ich jetzt wirklich mal stark drauf tippen. Kann ich mir gut vorstellen. Bitte, bitte. Wow. Was zum? Ey, jetzt bin ich hier raufgefallen. Ey, wie blöd ist das denn? Haha. Ey. Das ist jetzt nicht wahr. Ich muss das neu laden. Warte mal, 2 Stunden 55. Ja. Ey, was war das gerade? Das Easter Egg wollte mich bestrafen. Ey, das fand ich gerade nicht schlecht. Dann will ich da einfach raufgucken und stup, war ich drauf. Dann konnte ich mehr runter. Okay, hat gleich hier gespeichert. Ah, können wir das Hacken hier nochmal versuchen. Das neigt sich doch alles dem Guten. Da, 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 da. Ah, man muss also in der Zeit 3 Stück hinkriegen. 4000. Eigentlich wieder das gleiche. Aber gehen wir ein bisschen weg. Also man muss trotzdem... Wir wissen, was da drauf steht. West. Mac. Also ich kann mir echt vorstellen, dass es so eine Art Easter Egg sind. Also ich kann es mir gut vorstellen. Status. Nee, oder? Achso. Ah, das zeigt die Staaten. Was ist die Meister von Status? Status, nein. Von den einzelnen Soldaten an, die schon wohl gestorben sind. Den PC, da hasse ich. Oh, ich verdammt, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. 3, 9, 6 Minuten müsste ich aufnehmen. Nee, 5 Minuten. Also habe ich noch 10 Minuten. Also. Ah, okay. Yeah! Oh, voll im Dauerschuss hier, ey. Haben die sich gerade... Headshot. Haben die sich gerade gegenseitig umgebracht, oder was? Boom! Finde ich auch. Boom! Ah, Shepard, du musst dich nicht extra anlehnen, um die Munition aufzunehmen. Boom! Boom! Oh, der hat noch. Boom! Boom! Die Schwerkraft ist ganz schön fies. Boom! In der Luft zertrödelt. Oh, da sind noch welche. Ich habe keine Munition. Wow! Keine Munition mehr für die.
blöde. Boom. Na, die, die ich hab, kann ich ja aufbrauchen, nicht wahr? Voll im Ziel. Autsch, ich soll grad weggehen. Meine Schilde durch. Weg. Oho. Ich will meine Avenger wieder haben. Ich hab schon gesehen, da liegt Munition auf dem Tisch. Die nehme ich auch gleich mit. Oh, da rechts eben auch. Ja, perfekt. Hä, und unten wo? Bleiben. Da sind ja noch welche. Wow. Wie oft bin ich im Spiel jetzt eigentlich schon gestorben? Dreimal? Also, ich finde, die Schwierigkeit sollte in einem Spiel schon angemessen sein. Zum Beispiel in diesem Spiel stirbt man zwar häufig, aber dafür werden gute Safe States gesetzt. Das ist dann ganz gut ausgleicht. Wenn man dann allerdings ständig stirbt und keine Safe States gesessen werden, das ist dann wieder ein bisschen zu fies. Und wenn man dann andauernd Safe States gesetzt wird, man aber so gut wie nie stirbt, finde ich es auch wieder zu einfach. Ja. Ein bisschen Herausforderung. Also das finde ich hier eigentlich ganz gut. Wobei ein bisschen zu einfach. Bisschen. Einer weniger. Keine Schilde. Bisschen weniger Safe States noch. Man sollte sich schon mal ein bisschen ärgern, wenn man stirbt. Okay, ich sollte eigentlich wieder genug Munition haben. Oh, hier sind auch wieder welche. Ja, wunderbar. Wie viel? 7. Schön. Ey, zoomst du ran? Boom! Schieß doch! Oh, jetzt hat meine Maus wieder nicht geschossen, ey. Ich glaub's aber nicht. Komm raus! Hat sich geduckt und ich hab ihn trotzdem abgeschossen. Boom! Wieso habe ich denn immer nur... Guter Schuss. Finde ich auch. Echt, bevor ich getroffen habe, sagt er schon guter Schuss. Genau als ich abgedrückt habe. So, guter Schuss. Guter Schuss. Der Schuss kam noch gar nicht an. Tun Sie mir nichts. Bitte. Ich bin unbewaffnet. Ich könnte jetzt richtig abdrücken und du wärst tot. Das tue ich auch. Nein, tue ich natürlich nicht. Ich habe die Überwachungskameras abgeschaltet, sobald ich gesehen habe, dass Sie es sind. Hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber ich bin froh, dass Sie den Laden hier zerlegen. Tut mir leid, Rana Thanoptis. Sie haben mich gehen lassen, als Sie Sarens Labor auf Vermeier zerstört haben. Ich musste in einer Wartungskapsel einer Atomexplosion entkommen, aber trotzdem ist es für mich eine zweite Chance. Ah, wartet mal. Doch, ich erinnere mich noch an die. Ist ja lustig. Genau. Genau. Hä, ist ja witzig. Ich nehme an, Sie haben einen guten Grund für Ihre Anwesenheit in diesem Labor. Keine Sorge. Ich nutze die Chance, die Sie mir gegeben haben. Meine Arbeit hier ist rein wohltätig. Nicht für die Söldner. Jador hat ganz normale Allmachtsfantasien. Aber Okea will wirklich etwas Gutes bewirken, das weiß ich. Auch wenn seine Methoden ein wenig extrem sind. Jeder verdient eine zweite Chance. Das stimmt doch. Und manchmal lohnt es sich eben. Ich kümmere mich um meine Schulden. Sie an einem Ort wie diesem zu finden, lässt mich glauben, dass es ein Fehler war, Sie gehen zu lassen. Und das wollen Sie doch nicht. Darin sind wir uns einig. Keine Sorge, ich habe vor, von allem, was Sie tun, größtmöglichen Abstand zu halten. Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich jetzt gern überstürzt davonrennen, bevor Sie hier alles in die Luft sprengen. Ich kenne doch Ihre Methoden. Ich bin sehr für zweite Chancen. Bei dritten bin ich nicht mehr so sicher. Okay. Okay. Oh, er hat schon recht. Ein bisschen extrem sind sie doch. Oh.
Oh, ey. Starte Hacken. Lack mich am Hacken hier. Okay, mit weißem. Kommst du jetzt mal? Da! Mit 3 Versuch übrig. Okay. Da sind sie ja. Ich habe ihr Vorankommen beobachtet. Der Warlord! Guten Tag! Puff. Mal gucken, ob hier noch was ist. Alter. Was sind das für ein Grufti? Okay, ich würde sagen. Ne, ich würde nicht sagen, oder? Ich schätze, dass es jetzt da hinten wahrscheinlich wieder richtig abgehen wird. Weil die Tür natürlich verschlossen ist. Ja. Jetzt müssen wir mit dem Typ reden, dann geht das Geballer los. Wetten? Es ist höchste Zeit. Die Batterien auf diesen Tanks warten nicht, während Sie mit diesen dämlichen Söldnern spielen. Ich nehme an, Sie sind Okia. Sie wirken auf mich weder wie ein Gefangener, noch wie jemand, der sich über meine Ankunft freut. Sie mögen behaupten, hier Hilfe leisten zu wollen. Aber der bis vor kurzem verstorbene Shepard ist kein Vorzeichen sanfter Veränderungen. Überrascht? Alle Kroganer kennen sie. Rana hat sie mit Sicherheit bereits an ihre Aktion auf Würmeier erinnert. Ich hatte nicht viel Spielraum für Raffinesse. Hätte es eine andere Lösung gegeben, hätte ich sie in Erwägung gezogen. Ich stimme Ihnen zu. Zarens blasse Horde war zudem nicht wirklich kroganisch. Zahlen allein sind bedeutungslos. Der Fehler eines Außenseiters, den auch diese Söldner begangen haben. Ich habe ihrer Anführerin meine Abfallprodukte für ihre Armee gegeben. Aber jetzt wird sie ungeduldig. Es ist Zeit, dass sie mich von hier wegbringen. Wir sind wegen der Kollektoren hier. Das war's. Verstehe. Ja, die Kollektorenangriffe haben zugenommen. Ein Problem der Menschen. Meine Anforderungen lagen gänzlich woanders. Ich habe mir das Wissen angeeignet, einen reinen Soldaten zu schaffen. Damit werde ich der Genophage die größte Schmähung zufügen, die ein Feind erfahren kann. Ich werde sie ignorieren. Ihre Methoden sind extrem, aber Sie wissen, wie man eine Bedrohung analysiert. Werden Sie uns helfen? Vielleicht können wir eine Abmachung treffen, was meinen sicheren Transport angeht. Aber mein Prototyp steht nicht zur Debatte. Er ist der Schlüssel zu meinem Vermächtnis. Ist sie wirklich so willensschwach? Sie wird mein Vermächtnis mit einem einzigen verdammten Ventil auslöschen. Shepard, Sie wollen doch Informationen über die Kollektoren. Halten Sie sie auf. Sie wird versuchen, auf Gefahrenstoffe in der Lagerbucht zuzugreifen. Sie könnten von vorne anfangen, wie sie es auch vorhat. Wo ist das Problem? Dieser Tank ist rein. All die Versuche und Daten haben dazu geführt. Er lässt sich durch einen Neubeginn nicht reproduzieren. Er muss das hier überstehen. Fedor wird bei den aussortierten Tanks sein. Beseitigen Sie sie. Ich bleibe hier und tue, was getan werden muss. Die Tür ist auf. Ich sage, das Geballer geht los. Ich hab's ja gesagt. Okay. Ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Denn meine Zeit ist wieder begrenzt, nicht wahr? Du bist ein Idiot. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.